Neues Jahr, neues Format. Das hier sind die EW News. Let's go! Neuer Name? Doch, gleicher Einsatz fürs Projekt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, aus echte Wölfinnen wurde Equal Ways. Warum? Ganz einfach. Ich denke, dass dieser Name einfach besser zu meinem Vorhaben hier auf YouTube passt. Es geht weiterhin um den Frauenfußball, um die Leidenschaft zu dem Sport, aber auch zu den Vereinen und den Spielerinnen. Es geht um die Identifikation, die wir Fans mit den Spielerinnen haben. Aber es geht vor allem auch um die Verbundenheit und um die Liebe zu dem ganzen Projekt. Also, im Großen und Ganzen, es ändert sich einfach nichts. Und wenn ihr noch mehr persönliche Einblicke zu mir und diesem Kanal haben wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Denn darüber habe ich letztens erst ausführlich mit meinem YouTube-Kollegen Tobi von Kickball gesprochen. Checkt das Video auf jeden Fall mal aus. Ich verlinke es euch hier oben. Und jetzt zu den Transfer-News. Beim FC Bayern geht es gerade drunter und drüber. Die Transfer-News überschlagen sich und ich versuche hier mal in der Kürze der Zeit alles aufzubereiten. Fanliebling und EM-Heldin Lina Magul wechselt mit sofortiger Wirkung zu Inter Mailand. Der FC Bayern kam dem Wechselwunsch entgegen, sodass letztlich keine Ablöse fertig wurde. Magul selbst erzielte in 159 Spielen 40 Tore. Sie war unter anderem dafür mitverantwortlich, dass der FC Bayern die Dominanz des VfL Wolfsburg der letzten Jahre durchbrechen konnte. In den letzten Spielzeiten hatte Lina Magul ihren Stammplatz sicher. Doch in dieser Saison kam ihr eher eine untergeordnete Rolle zu. Das war sicherlich auch ein Grund, warum sie sich nach einem neuen Verein umgeschaut hat. Ihr fiel die Entscheidung sicherlich nicht leicht, doch letztlich muss man ehrlich sagen, es ging auch ein bisschen um ihre Karriere. Sie verabschiedete sich von ihrem Verein mit den Worten: "Ich bin sehr dankbar für die Zeit und der Abschied fällt mir schwer. Ich wünsche der Mannschaft nur das Beste, viele Erfolge und dass sie es jeden Tag genießen können, den besten Beruf bei so einem tollen Verein ausüben zu können. Der FC Bayern wird immer in meinem Herzen sein." Und weiter geht's. Maxi Rall in die USA. Auch die 30-jährige Maxi Rall, die in der letzten Saison unter Trainer Alexander Strauß noch als Außenverteidigerin gesetzt war, kommt in dieser Saison kaum zu Spielzeiten. Laut Berichten des Frauenfußballportals Soccer Donna wird auch sie mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Sie allerdings soll es in die USA ziehen. Das genaue Ziel ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt, doch es könnte alles sehr schnell gehen und vielleicht sogar noch in dieser Transferperiode im Januar geschehen. Bei einem sicheren Abgang und einem zweiten, der möglicherweise bald passieren könnte, musste der FC Bayern auch nachlegen. Mit der 36-jährigen Linda Sembrandt haben sie auf der Innenverteidigerposition bereits nachgelegt. Und vor allem haben sie damit auf die Verletzung von Magdalena Eriksson reagiert. Die Spielerin kam ablösefrei von Juventus Turin. Zudem hat sich die Frauenmannschaft des FCB ein japanisches Top-Talent für den Sommer gesichert. Die 18-jährige Mittelfeldspielerin Tanikawa stößt zur nächsten Saison zum deutschen Meister. Laut Berichten von 90 Min soll diese Spielerin sehr flexibel einsetzbar sein und das Mittelfeld der bayerischen Mannschaft noch verstärken. Zudem soll sie individuelle Klasse mitbringen, sodass das Mittelfeld in der nächsten Saison nur noch stärker werden wird. Aber nun mal zum Liga-Konkurrenten, den VfL Wolfsburg. Nationalspielerin Felicitas Rauch soll angeblich auch vor einem Wechsel stehen. Rauch wirkte nach der WM nicht mehr ganz so spritzig und nicht mehr ganz so stark, sodass sie auch in dieser Saison ihren Stammplatz einbüßen musste. Es scheint nicht ausgeschlossen zu sein, dass sie die Wölfinnen noch in diesem Winter verlässt. Wohin sie gehen wird, das ist aktuell noch nicht bekannt. Von einer nationalen Spielerin zur nächsten, nämlich Janina Minge. Janina Minge vom SC Freiburg hat auf ihrem Instagram-Account kürzlich offiziell bestätigt, dass sie den Verein im Sommer verlassen wird. Wohin sie wechseln wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls unbekannt. Doch das Frauenfußballportal Soccer Donna hat mal in den Raum gestellt, dass sie vielleicht zum VfL Wolfsburg wechseln könnte. Ausgang? Vorerst offen. Und zum Ende noch ein paar Kurzmeldungen. Samantha Kerr mit Kreuzbandverletzung. Vielleicht habt ihr es bereits mitbekommen, die Weltklasse-Spielerin Kerr vom FC Chelsea hat sich eine Verletzung am vorderen Kreuzband zugezogen. Diese wird ihrem Verein und der Nationalmannschaft leider lange fehlen. Gute Besserung an dieser Stelle. Die Frauenmannschaft von Dortmund möchte bis, Achtung, 2027 in der Frauenbundesliga sein. Im Moment spielen sie noch in der Landesliga. Wir dürfen gespannt sein, ob sie den nächsten Schritt in dieser Saison schaffen werden. Und vielleicht sehen wir sie dann ja schon in ein paar Jahren in der ersten Liga. Auch Ruhrpott-Rivale Schalke hat auf kurz oder lang vor, in die höchste Spielklasse der Frauen aufzusteigen. Im Gegensatz zu Dortmund
setzt sich dieser Verein allerdings kein Ziel. Sie wollen die Spielerinnen nicht unter Druck setzen und wollen erstmal die Erfolge peu à peu aufbauen. Und letzte News für heute: Ex-Nationalspielerin Almut Schuld möchte eine Gewerkschaft gründen. Und dabei geht es wirklich um wichtige Themen, zum Beispiel um Mutterschutz oder die professionellen Trainingsbedingungen und aber auch die Krankenversicherung. Schuld möchte sich dafür einsetzen, dass die Spielerinnen eine bessere Grundlage haben, dass sie besser aufgeklärt werden und dass sie letztlich bestmöglich unterstützt werden können. Und das war's für heute, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned und ciao.